Rolando Villazón hat in seinem Konzept sehr viele kulturelle Einrichtungen in Salzburg in seine Mozartwoche eingebunden. Und ich bin eigentlich sehr glücklich, dass er auch ans Marionettentheater gedacht hat. Vielleicht liegt es auch an seiner Vergangenheit, pantomimisch, im Grunde genommen sich auch für Puppen zu interessieren. Und so gesehen ist für nächstes Jahr 2020 eben Punkititi entstanden. Ich bin der Max, ich arbeite seit einem halben Jahr hier im Salzburger Marionettentheater. Es ist unglaublich vielseitig, es ist ein wunderbares Team, es ist künstlerisch, es ist ein bisschen chaotisch, aber das muss es sein. Naja, und vor allem passt zu mir. Hello, I'm Doug Fitch and I'm the director and the designer of this new production that's called Punkititi, which is a pretty funny little word, isn't it? Are you a Punkititi? Punkititi is for everyone. It's for the child in every adult and the adult in every child. It's pretty funny and also, I think, really charming. So I hope you come and see it.